Hallo und herzlich willkommen beim Barbecue Dino Grillen am Fuße des Wiehengebirges. Heute wird man nicht gegrillt, heute wird man nicht zu essen gemacht. Heute zeige ich euch, was ich mir gekauft oder geleistet habe. Was ich mir jetzt geleistet habe, da sitze ich gerade drauf. Das ist nämlich ein neuer Grill, und zwar ein Baron, also ein Bröllking Baron 590 IR mit Sizzlestone. Und den würde ich jetzt ganz gerne aufbauen und euch da ein bisschen dran teilhaben lassen. Ja, dann bis zum Aufbau. Ja, Karton habe ich schon mal aufgeschnitten, und was drin ist, sieht so aus. Wow, da ist mein Schätzchen. Ja, dann wollen wir den mal aufbauen. Ja, was in dem Karton drin war, sind zum einen die Seitenwände vom Grill, der Grill selber, auch schön geschützt, schöne Folie drüber, ja, die Schrauben und die passende Schüssel, die man zum Aufbau braucht, ein bisschen Kleinkram, ja, die Rotisserie, das ist wahrscheinlich der Spieß. Und dann, ja, eine Aufbauanleitung einmal mit Bildern, finde ich super. Bedienungsanleitung auf Englisch, Bedienungsanleitung, Gebrauchsanweisung auf Deutsch. Und dann nochmal eine Anleitung für die Sizzlestone, die dabei ist, mit Anschlüssen, ja, und ein bisschen Werbung. Und ja, jetzt fange ich mal an, das Ding zusammenzusetzen. Und was am Ende dabei rauskommt, werdet ihr dann sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, ich habe mal die Klamotten vom Grill ausgepackt, habe ich euch ja gerade gezeigt. Das hier ist so in den Beuteln drin, Schrauben, Magneten, Kunststoffkappen, ein paar Schlüssel. Dachte, irgendwas fehlt noch. Gucke ich mir so den Grill an, da ist ja gar kein Platz mehr drin. Jetzt habe ich den mal aufgemacht und hoppla, ja, scheint hier doch noch was drin zu sein, nämlich Karton, dann werden das wohl so ein paar, ja, Grillrostsachen, die ich sehe. Noch ein ganz schwerer Karton. Und da unten ist noch ein schwerer Karton. Ich glaube, das hole ich jetzt alles erstmal raus und dann zeige ich euch, was da wieder rauskommt. Ja, ich habe mal alles rausgeholt, was da im Grill drin war. Also ist schon beachtlich. Also das Ding wiegt fast 90 Kilo. Jetzt weiß ich auch warum. Ja, das sind zum einen hier die Grillrosten, die Gussrosten, super schwer und damit auch, ja, massiv und halt lange die Temperatur. Dann die Flavor Waves. Die Abdeckung für die, ja, für die Gaskanäle, ja, die Rotisserie, Motor mit Anschluss 220 Volt, ja, die Rotisserie selber, der Spieß und die, ja, ich sag mal, die Gabel. Dann waren da die Türen drin, die Vordertüren. Ja, und hier komplett nochmal die Seitenteile, die man rechts und links neben dem Grill dran macht, plus die elektrischen Einheiten, Räder, Griffe, ja, etc. Ja, ich glaube, ich lese mir das jetzt mal alles in Ruhe durch und fange an, das Ding aufzubauen. Sieht auf jeden Fall heiß aus und wird auch heiß. Ja, läuft der Zusammenbau, ne? Also schaut schon sehr massiv aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es auf jeden Fall bis jetzt gut. Keine scharfe Kante, kein Grat. Also muss echt sagen, bis jetzt. Aber ich habe auch bis jetzt nur unten den Unterbau, das heißt den Gaskasten, zusammengebaut. Und jetzt wollen wir mal langsam weitermachen mit dem Eimer. So sieht es bis jetzt aus. Es sind noch keine Räder drunter. Kommt. Bis später. Ja, das ist der Grill. Der eigentliche Grill. Das ist die neue 2021 Aluwanne. Und die ist echt massiv, muss ich sagen. Und ja, also die wiegt auch ganz gut. Macht auf jeden Fall einen absolut geschlossenen und positiven Eindruck. Ja, wird sich letztendlich beim Grillen rausstellen. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen gebaut. Das ist die Elektronik, Kabelgedöns, aber scheint zu funktionieren. Also das Licht haut hin. Ja, und den Zünder hört ihr auch. Ja, schreit nach mehr. Bis später. Ja, nach knapp 3 Stunden ist es soweit. Der Baron ist aufgebaut. Ist ein sehr massives Gerät, wie ich finde. Beim Aufbau gab es keine scharfen Kanten, wie ich schon mal bei anderen Grills hatte.
Die Rotisserie ist angebaut, läuft über 220 Volt. Dann ist der 2021 ja beleuchtet, das hat das Vorgängermodell nicht. Die Sizzle Zone, die 800 Grad heiß wird, hat einen Grillrost aus 8 mm Edelstahl, was man aber auch 2 bis 3 cm, 20 bis 30 mm nach oben legen kann, damit die Temperatur nicht ganz so stark wirkt. Kann man super eine Pfanne draufstellen, Topf oder irgendwas Gusseisernes anfangen. Total super. Das Ablagerost kann man rausnehmen und kann dafür dann die Rotisserie bzw. den Spieß einbauen, der sich da ganz einfach einsetzen lässt. Einfach nur eingehangen ist drin und dann über den Knopf starten. Und wie ihr seht, funktioniert super. Also ich bin echt gespannt, wenn wir da mal einen richtig schönen Braten drauf haben, beziehungsweise ein kleines Spanferkel würde auch funktionieren. Grillrost rausnehmen, man hat genug Garum zur Verfügung. Und nach oben hin, ja, wie gesagt, ne, ist alles möglich. Und ja, morgen will ich das Gerät mal freibrennen, eine halbe Stunde auf Halblast laufen lassen, eine halbe Stunde auf Volllast, wird so vorgeschrieben vom Royal King, sollte man machen, damit die Industrieöle alle raus sind. Und wenn das alles passiert ist, dann freue ich mich aufs Grillen. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich gerne über einen Daumen nach oben, wohlwollenden Kommentar, das ein oder andere Abo wäre nicht schlecht. Und bis dahin, euer Barbecue-Dino, Grillen am Fuß des Wiedengebirges. Macht's gut.